Die Geschäftsstelle Harz der Industrie- und Handelskammer Magdeburg lud ein. Zum traditionellen Unternehmerabend trafen sich Unternehmerinnen und Unternehmer des Harzes sowie Vertreter der Landes- und Regionalpolitik. In diesem Jahr hielt Frau Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, die Gastrede. Ja, ich finde es eigentlich ganz normal, dass wenn eigentlich Verbände, Vereine aus dem Land uns einladen als Landesregierung, dass wenn es terminlich geht, wir dann auch zusagen. Hier haben die Wirtschaftsunternehmen, die Wirtschaftsverbände uns eingeladen und klar möchte ich mich auch entsprechend unterhalten, um noch das ein oder andere auch an Themen, Probleme mitzunehmen. Das ist, finde ich, immer wichtig, mit den Praktikern vor Ort auch zu sprechen, aber auch, und das war das, was gewünscht war, halt eben auch zu berichten, was wir gerade im Bereich Infrastruktur im Land vorhaben, aber auch schon gemacht haben. Die Region Harz zeichnet sich durch besonderen Zusammenhalt der Kammermitglieder und der lokalen Unternehmen aus. Erst einmal wohnen wir in wunderbarer Natur. Manchmal regnet es auch, so wie heute. Das ist gut dann für einen Landrat, der eine Wiederbewaldung möchte. Das ist das eine. Wir haben eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur, die wir immer punktuell auch noch weiter verfeinern. Wir haben eine sehr geringe Arbeitslosenquote. Ich sage, ein hohes Pro-Kopf-Einkommen auch hier in Wernigerode. Insofern sehen Sie hier auch glückliche Menschen. Aber die Herausforderungen, die wir haben, nehmen wir auch als Chancen wahr. Zum Glück gelingt uns mehr, als uns misslingt, und deswegen sehen vielleicht die Leute hier zufriedener aus. Was jedoch klemmt, ist der Ausbau der digitalen und der Verkehrsinfrastruktur. Das ist den Anwesenden bewusst und dagegen wollen sie etwas tun. Hüskens spricht von Verhandlungen mit dem Landkreis, der Bahn und dem Bund. Ja, wir unterstützen tatsächlich die HSB dabei, die entsprechenden Planungen voranzutreiben. Letztendlich wird es abhängig werden davon, ob das Ganze, ich sag mal, einigermaßen wirtschaftlich ist. Öffentlicher Personennahverkehr, Schiene oder Bus ist immer ein Zuschussgeschäft. Aber das muss ich natürlich aus Respekt auch vor dem Steuerzahler, der es letztendlich bezahlt, immer in einem gewissen Verhältnis bewegen. Des Weiteren schloss die IHK Magdeburg mit dem Landkreis Harz ein Abkommen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das bedarf besonderer Anforderungen auch, die erfüllt werden müssen nach dem Ausländerrecht. Und da werden wir zusammenarbeiten, die Unternehmen fit zu machen, die Anforderungen für die Anwerbung und erfolgreiche auch Etablierung hier vor Ort in die Wege zu leiten. Und das tun wir, indem wir konkrete Ansprechpartner benennen, indem wir einen regelmäßigen Austausch pflegen, indem wir Prozesse optimieren. Und so kommt mehr Verbindlichkeit in dieses Thema. Und das müssen wir auch tun. Wir sind Verwaltung und sind da, um unsere Unternehmen zu unterstützen. Und mit der Vereinbarung wird uns das gelingen. Bevor der offizielle Teil der Veranstaltung vorbei war, gab es noch Ehrungen, unter anderem für den Veranstalter und für Frau Dr. Lydia Hüskens. Danach konnte sich bei Getränken und Speisen regionaler Anbieter vernetzt werden. Trotz des grauen Wetters war der Unternehmerabend, wie jedes Jahr, ein gemütliches und positives Zusammenkommen.